Hallo, heute zeige ich euch, wie man die Konzentration von Lösungen berechnet. Was heißt es, wenn wir eine 5%ige Lösung haben oder eine 10-volumenprozentige Lösung? Oder wie stellt man eine 0,5-molare Lösung her? Dabei werde ich euch auch zeigen, welchen Einfluss die Dichte einer Lösung in unserer Rechnung spielt, was eine Volumenkontraktion ist, und wie man Kristallwasser in Kristallen bei der Rechnung berücksichtigt. Wir beginnen mit der Massenkonzentration. Wenn wir die Formulierung haben, stelle eine 5%ige Kochsalzlösung her, dann handelt es sich hier um eine Massenkonzentration. Das heißt, wir haben 5% Masse Kochsalz bezogen auf die Masse der fertigen Lösung, also nach dem Mischen von Salz und Wasser. In 100 Gramm 5%iger Kochsalzlösung befinden sich also 5 Gramm NaCl. Um eine solche 5%ige Kochsalzlösung herzustellen, benötigen wir also 5 Gramm NaCl und 95 Gramm reines Wasser, damit wir insgesamt 100 Gramm bekommen. Schauen wir uns das an einigen typischen Aufgaben an. Wie viel NaCl und wie viel Wasser werden benötigt, um 400 Gramm einer 20%igen Kochsalzlösung herzustellen. Wir sehen, wir müssen eine Massenkonzentration berechnen und wir benötigen 20% Masse von 400 Gramm. Wer sich bei der Prozentrechnung nicht mehr ganz sicher ist, kann dieses Formeldreieck zu Hilfe nehmen. Gesucht ist der Prozentwert, also decken wir das ab. Dann müssen wir rechnen Grundwert mal Prozentsatz. Das gibt 80 Gramm. Insgesamt brauchen wir also 80 Gramm Kochsalz und die Menge an Wasser, die wir hinzugeben müssen, ist einfach die Differenz zu 400 Gramm, also 320 Gramm Wasser. Zweite Aufgabe. 30 Gramm Kochsalz werden in 120 Gramm Wasser aufgelöst. Wie viel prozentig ist die dabei entstehende Lösung? Das heißt, hier ist der Prozentsatz gesucht. Wir decken hier ab, rechnen Prozentwert durch Grundwert. Achtung, der Grundwert sind 150 Gramm. Wir müssen nämlich Kochsalz und Wasser zusammenrechnen. Diesen Bruch kann man kürzen auf 20 Hundertstel. Also ist die Lösung 20%ig. Dritte Aufgabe. Mit 10 Gramm Kochsalz soll eine 30%ige Lösung hergestellt werden. Wie viel Wasser muss man hinzugeben? Wir müssen also zunächst die Masse der Gesamtlösung ausrechnen. Das heißt, wir nehmen den Grundwert, berechnet durch Prozentwert, geteilt durch Prozentsatz. Das gibt einen schönen Doppelbruch hier. Wir bekommen 33,3 Gramm fertige Lösung. Da gefragt ist, wie viel Wasser man hinzugeben muss, müssen wir also die 10 Gramm Kochsalz abziehen. Man muss 23,3 Gramm Wasser hinzugeben. Okay. Schauen wir uns als nächstes an, welche Rolle die Dichte bei der Berechnung spielt. Wenn wir das Volumen einer Flüssigkeit gegeben haben, dann können wir uns daraus die Masse ausrechnen, indem wir es mit der Dichte Rho multiplizieren. Bei Wasser ist das sehr einfach. Wasser hat eine Dichte von 1 Gramm pro Milliliter. Das heißt, wenn wir 100 Milliliter Wasser haben, dann wiegt die auch 100 Gramm. Bisschen spannender ist es bei anderen Substanzen. Öl ist leichter als Wasser, das hat nur 0,8 Gramm pro Milliliter. Also wenn wir 100 Milliliter Öl haben, dann wiegen die nur 80 Gramm. Andersherum, wenn wir nicht Volumen gegeben haben und brauchen die Masse, sondern wir haben die Masse und wollen das Volumen ausrechnen, muss man nur diese Formel eben nach Volumen umstellen, indem man durch Rho teilt. Beispiel, wenn wir 80 Gramm Öl haben, dann teilen wir das durch 0,8 und bekommen 100 Milliliter Öl. Falls man mal vergessen hat, wie rum diese Formeln gehen, ob ich jetzt multiplizieren oder dividieren muss, dann kann man sich das ganz einfach an den Einheiten klar machen. Wir sehen nämlich an dieser Rechnung, dann kann man Milliliter kürzen, übrig bleibt Gramm und damit ist klar, dass bei dieser Rechnung eben die Masse in Gramm herauskommt. Ebenso bei dieser Rechnung, hier kürzt sich Gramm und Gramm raus, übrig bleibt Milliliter im Nenner des Doppelbruchs, also Milliliter bleibt.
bleibt im Zähler übrig und herauskommt ein Volumen. Das ist ein schicker Trick, mit dem ich mir ganz gerne diese Formel hier merken kann. Rechnen wir wieder eine Aufgabe dazu. Wie viel Gramm NaCl und wie viel Milliliter Wasser werden benötigt, um 400 Milliliter einer 20%igen Kochsalzlösung herzustellen? Und gegeben ist noch, dass eine 20%ige Kochsalzlösung eine Dichte von 1,15 Gramm pro Milliliter hat. Die ist also ein bisschen schwerer als reines Wasser. Zunächst erkennen wir an dieser Formulierung, dass es sich um eine Massenkonzentration handelt. Wir müssen also immer in Massen rechnen. Aber einige Werte sind in Millilitern angegeben. Die müssen wir erst in Gramm umrechnen. Das geht mit Hilfe der Dichte. Beginnen wir mit der Gesamtlösung. 400 Milliliter. Wir wissen die Dichte. Also hat die Gesamtlösung 460 Gramm Masse. Als nächstes wissen wir, dass wir 20 Massenprozent von 460 Gramm als NaCl haben. Also sind das 92 Gramm NaCl. Damit haben wir diesen Teil der Frage beantwortet. Jetzt geht es noch um das Wasservolumen. Wir wissen aus der Differenz der Massen, dass wir nun also 368 Gramm Wasser haben. Und da reines Wasser eine Dichte von 1 hat, sind das auch 368 Milliliter. Das, die Antwort lautet, es wären 92 Gramm NaCl und 368 Milliliter Wasser benötigt. Okay, kommen wir nun zur Berechnung von Volumenkonzentration. Das ist meistens gefragt, wenn es um das Mischen von zwei Flüssigkeiten geht, weil man zwei Flüssigkeiten nicht so gerne abwiegt, sondern lieber in einem Messbecher hat. Da liegen uns die Volumen vor. Und die Angabe in einer Aufgabe lautet dann immer, wir haben so und so viel Volumenprozent angegeben. Das ist das Volumenverhältnis der beiden Flüssigkeiten, immer bezogen auf die fertige Lösung. Aufgabe: Eine 1 Liter Flasche Rum, also verdünnter Alkohol, enthält 40 Volumenprozent Alkohol. Wie viel Milliliter reiner Alkohol sind enthalten? Also wir stellen uns vor, dass man den Alkohol durch eine Destillation oder irgendwie aus diesem Rum entfernen könnte, wie viel Milliliter wären das dann? Und da sich diese 40 Volumenprozent auf die Gesamtlösung beziehen, brauchen wir 40% von 100 Milliliter, sind 400 Milliliter reiner Alkohol. Achtung, wenn wir jetzt den Anteil von Wasser wissen wollen, dann kann man nicht sagen, dass jetzt 600 Milliliter Wasser enthalten sind. Warum nicht? Bei einer Lösung kann man zwar die Massen addieren, aber nicht die Volumen. Das liegt daran, weil sich beim Mischen die Dichte ändert und das Volumen, das Gesamtvolumen ist weniger als die Summe der Einzelvolumen. Das nennt man eine Volumenkontraktion. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich hier zwei Gefäße mit zwei Flüssigkeiten habe und bringe die eine Flüssigkeit in die andere zum Mischen, dann mischen die sich und das Gesamtvolumen ist weniger als die Summe der Einzelvolumen. Woran liegt das? Schauen wir uns mal hier die Wassermoleküle an und hier vielleicht ein Alkoholmolekül. Wenn ich die zusammenbringe, dann lagern sich die Wassermoleküle ganz dicht um das Alkoholmolekül an. Das heißt, es hydratisiert. Und insgesamt braucht die Flüssigkeit weniger Volumen als die Summe der beiden Volumen vorher. Wenn wir jetzt zurück zu unserer Aufgabe gehen, wie viel Milliliter Wasser sind in den Rum enthalten, dann müssen wir jetzt den Umweg über die Massen gehen, weil man nur Massen addieren darf. Also berechnen wir zunächst, wie viel Masse Alkohol wir haben. Die Dichte von reinem Alkohol beträgt 0,79, also sind 400 Milliliter gleich 316 Gramm. Dann brauchen wir noch die Dichte von unserem Rum, also einer 40%igen Alkohollösung. Schauen wir in der Tabelle nach, das sind 0,94 Gramm pro Milliliter. Damit ist unser 1 Liter Rum, hat eine Masse von 940 Gramm. Nun können wir die Differenz der beiden berechnen, das muss dann das Wasser sein, 624 Gramm oder 624
Milliliter reines Wasser. Wir sehen, dass 624 Milliliter Wasser plus 400 Milliliter Alkohol eigentlich 1024 Milliliter ergeben würden. Tatsächlich hat der Rum aber nur 1000 Milliliter. Das heißt, wir haben eine Volumenkontraktion von knapp 2,4%. Wenn man in der Praxis eine Volumenkonzentration herstellen möchte, würde man das allerdings nicht rechnen, sondern einfach experimentell vorgehen. Wir nehmen ein Gefäß mit Alkohol, machen uns eine Markierung bei 400 Milliliter und insgesamt sollen 1000 Milliliter rauskommen. Jetzt kippen wir einfach so lange Wasser nach, bis wir hier 1000 Milliliter erreicht haben. Dann können wir hier an der Differenz ablesen, dass wir 624 Milliliter Wasser verbraucht haben. Kommen wir nun zur Herstellung molarer Lösungen, also von Stoffmengenkonzentration. Wenn es heißt, wir brauchen eine 0,5 molare Lösung, dann ist damit gemeint, dass wir eine Stoffmenge von 0,5 Mol pro Liter der fertigen Lösung brauchen. Aufgabe: Es sollen 4 Liter einer 0,5 molaren Kochsalzlösung hergestellt werden. Wie viel NaCl brauchen wir? Wir brauchen zuerst das Molgewicht von Kochsalz. Das setzt sich zusammen aus dem Molgewicht von Natrium plus das Molgewicht von Chlor. Beide Werte kann man im Periodensystem nachlesen. Dann ist das Molgewicht von NaCl die Summe aus den beiden. Eine einmolare Lösung bedeutet, dass wir 1 Mol NaCl, also 58,45 Gramm NaCl, pro Liter Lösung haben. Eine 0,5 molare Lösung ist dann eben die Hälfte. Und das auf 4 Liter hochgerechnet mal 4 haben wir dann 116 Gramm NaCl auf 4 Liter. Und zum Schluss möchte ich noch zeigen, wie man Kristallwasser bei dieser Rechnung berücksichtigt. Es gibt nämlich einige Salze, wie hier dieses blaue Kupfersulfat, das selbst im scheinbar trockenen Zustand Kristallwasser enthält. Hier haben wir an jedem Molekül Kupfersulfat 5 Moleküle Kristallwasser gebunden. Das nennt man Kupfersulfat-Pentahydrat. Ich kürze es mal mit KSP ab. Aufgabe: Wie molar ist 1 Liter Kupfersulfatlösung, in der 50 Gramm KSP gelöst sind? Und wie viel Gramm Kupfer ist enthalten? Wir müssen zunächst das Molgewicht von KSP ausrechnen. Wir sehen, das setzt sich zusammen aus einem Molekül Kupfersulfat und 5 Moleküle Wasser. Also müssen wir die Molgewichte addieren, kommen insgesamt auf ungefähr 250 Gramm pro Mol. Ich habe hier gerundet. Damit wissen wir, 50 Gramm KSP sind dann eben 0,2 Mol. Und auf 1 Liter Lösung haben wir eine 0,2 molare Lösung. Hierbei ist es übrigens völlig egal, ob wir die Stoffmenge von KSP nehmen oder die von Kupfersulfat trocken. Denn in einer Einheit KSP ist auch genau eine Einheit Kupfersulfat drin. Deswegen sind die Stoffmengen gleich. Und das gleiche Argument gilt auch für das Kupfer an sich. In der gesamten Einheit ist genau ein Atom Kupfer drin. Also haben wir auch 0,2 Mol Kupfer vorliegen. Wenn wir das mit dem Molgewicht von Kupfer multiplizieren, kommen wir auf 12,7 Gramm. Also unsere Lösung enthält 12,7 Gramm Kupfer in Form von Ionen. Okay, vielen Dank. Das war's.